Trommelwirbel für den neuen Siemens Campus in Erlangen. An der feierlichen Eröffnung nahmen heute neben Siemens-Chef Roland Busch auch Oberbürgermeister Florian Janik und Ministerpräsident Markus Söder teil. Das ist eine Riesenchance und ein klares Statement für die Region. 20.000 Mitarbeiter, eine der größten Investitionen für die nächsten Jahrzehnte, klares Bekenntnis zur Region, ist schon, finde ich, super. Das ist Zukunft, Zukunftsmelodie und passt genau zu den Investitionen, die wir von bayerischer Seite machen, für den Ausbau der Uni, ob in Erlangen oder Nürnberg. Also wir freuen uns sehr darüber. Rund 17.000 Mitarbeitende von Siemens und Siemens Energy haben aktuell hier ihren Arbeitsplatz. Die Räumlichkeiten im neuen Campus sollen modernes und flexibles Arbeiten möglich machen. Es ist der Standort, an dem wir viele, viele Funktionen zusammenbringen, auch Technologie, auch Entwicklung. Und das ist ganz entscheidend. Zusammenarbeiten an einem Campus, einer modernen Infrastruktur, einer offenen Infrastruktur, wo Leute auch gerne wieder zurück ins Büro kommen oder in die Labors. Ich glaube, das ist so das neue Herz von Siemens in der Metropolregion Erlangen-Nürnberg. Um das Großprojekt im Erlanger Süden erfolgreich zu realisieren, haben das Unternehmen und die Verantwortlichen seitens der Stadt im Entstehungsprozess eng zusammengearbeitet. Es ist ein tolles Gefühl heute und es ist ja, wir haben da viel Arbeit reingesteckt. Wenn ich wir sage, ich meine die Stadt, aber natürlich auch Siemens, richtig viel dran gearbeitet, dass das hier möglich wird, weil wir machen das ja nicht für uns, sondern das ist die, ja, ich will mal sagen, die gebaute Realität und das Versprechen, dass Erlangen auch in Zukunft ein ganz attraktiver Wirtschaftsstandort sein wird und insofern ein echter Tag zum Feiern. Wo früher Einlasskontrollen und geschlossene Tore waren, ist heute ein offener Stadtteil mit Restaurants entstanden. Und der Campus wächst noch weiter. Schon 2023 sollen die Arbeiten für drei weitere Bürogebäude beginnen.